Hi, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein XXL aufgebraucht von mir. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, ich habe jetzt alles vor mir. Ihr seht hier auf meinem, ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten. Ich habe jede Menge, also ich habe das nicht sortiert. Also es geht Haushalt, Beauty etc. alles zusammen. Und ich hole einfach irgendwas aus dieser Tüte raus. Und dann fange ich einfach mal an mit dem Lenore Wäscheparfüm. Das ist die goldene Orchidee und ja, der Duft ist einfach geil. Also wie ihr wisst, schnupper ich ja gerne an Waschmittel und ja, ideal für Sportkleidung, Handtücher und Wolle. Finde ich gut. Ich teste jetzt momentan die blaue Version. Da gibt es ja verschiedene, da gibt es ja lila, da gibt es blau, dann gibt es gelb, dann gibt es die hier. Also es gibt verschiedene, müsst ihr euch mal in den Sortiment mal durchtesten. Also ich finde die gut und die blaue bin ich jetzt am testen. Ich bin jetzt mal gespannt. Auf jeden Fall, ja, finde ich immer gut und ja, es ist jetzt nicht relativ günstig, aber ja, es gibt auch gute Alternativen. Da will ich mich auch nochmal das nächste Mal durchtesten und ja. Dann habe ich noch das Pril Anti-Fett-Power und mineralischen Perlen mit Granat, Apfel und Orangenblüte. Hohe Fettlösekraft. Rosa mit so einem weißen Substrat. Fand ich gut, hat auch schön geduftet. Dann habe ich noch von Denkmit das Textilerfrischer, der ist weggegangen. Den habe ich euch bei meinem letzten Haul, glaube ich, gezeigt. Ist genauso wie Fabrice, finde ich gut. Der Duft ist auch vor allen Dingen frisch und langanhaltend. Ich finde es gut und ja, gibt es nichts auszusetzen. Dann habe ich noch von Douglas das in Shower Gel habe ich leer gemacht. Da hatte ich echt jetzt eine ganze Zeit was davon. Also jetzt schon mehrere Wochen hatte ich jetzt davon was und ich fand es gut, morgens und abends mein Gesicht damit zu reinigen. Das ist so ein ja, das ist so eine Abschminkmilch, also fand ich gut, hat auch schön getroffen. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen, weil ich noch so viel habe, den ich noch testen möchte. Und dann habe ich auch noch mein Favorit sein, das ist das Gesichtswasser. Gibt es auch nochmal ein Blau mit Aloe Vera. Das ist jetzt ohne Alkohol, das Blaue ist mit Alkohol. Ich finde beide super reinig. Dann habe ich von denk mit das Anti-Kalk-Gel, so heißt es. Das ist das Multipower 2, Anti-Schutzformel für eine saubere Maschine. Zuverlässiger Kalkschutz für Maschine und Wäsche. Spart Waschmittel und Energie. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. 100% Recycling-Material. Also ob das jetzt wirklich so ist, dass es das Waschmittel so ist, dass das Waschmittel so schont und spart. Kann ich jetzt nichts dazu sagen, nehme ich gerne. Ich nehme auch gerne das von Calbon. Und ab und zu nehme ich mir hier von Denkmit das mit. Ja, um einfach ein besseres Gefühl zu haben wegen der Waschmaschine. Dann habe ich, ich tue regelmäßig meine Waschmaschine hygienisch aufbereiten. Und dann nehme ich mir gerne das von Surik, das Zitronensäure auf 60 Grad. Und da habe ich wirklich diese, ja, wie soll ich das sagen, da ist wirklich, da bin ich, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also für mich ist es besser, also habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich weiß, die Waschmaschine ist sauber von innen. Hat so den Eindruck. Dann habe ich auch nochmal für die Wäsche, das ist das Spe Color Duo Caps, sieht so aus. Ist die Folie ist wasserlöslich zu 100% und hat einen angenehmen Duft, muss ich sagen. Und es reicht bis zu 16 Wäschen. Also ich weiß ja nicht, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viel Pads ihr in eine Waschladung tut. Das würde mich ja interessieren, ne?
Ja, ansonsten. Also hier steht bis 4,5 Kilo 1 und drüber 2. Naja, könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben, das würde mich mal interessieren. Ja, finde ich gut, kaufe ich auch ruhig gerne nach. Dann habe ich auch nochmal von Haushalt, das ist mein allerliebster Haushaltshelfer, das ist das Wiffer. Das ist das Staubmagnet, waren jetzt 4 Stück drinne. Also ich kann sagen, das nimmt wirklich den Staub weg und also ich bin davon echt begeistert und kaufe ich immer wieder nach. Es ist nicht günstig, es ist nicht teuer, es ist so ein Mittelmaß und wenn man wirklich sehr, sehr viel Staub in der Bude hat, dann ja, ich finde es einfach genial. Dann habe ich seit langem, bin ich am Verbrauchen. Also ich finde das überhaupt nichts. Also es ist nichts für mich. Das ist einmal das Facell Intim. Intim-Waschlotion mit Aloe Vera, natürlichen Aloe Vera-Extrakt, sanfter Duft mit Milchsäure, pH-Wert 4,2. Ja, also der Duft, ich weiß nicht. Das habe ich zum Schluss für die Füße genommen. Also ob das mir gekippt ist, das kann ich nicht sagen. Also kaufe ich nicht wieder nach. Also von Nivea gibt es deutlich bessere Waschlotion für den Intimbereich. Und ja. Dann habe ich aufgebraucht einmal das Balea Mild Seife, Hygiene und Pflege. Antibakteriell, sanfte Reinigung zum Schutz der Haut mit Panthenol. 80% weniger Plastik. Wie ihr seht, sieht so aus. Ja, finde ich gut. Schenkt ein gepflegtes Hautgefühl, selbst beim häufigen Waschen. Also es macht die Hände nicht so, wenn man ich bin eine, die sehr häufig die Hände wäscht und ich habe manchmal bei den Seifen das Gefühl, das macht meine Haut so ein bisschen rau. Also bei dem hier überhaupt nicht. Und ja, kaufe ich immer gerne nach, auch wegen der jetzigen Zeit natürlich, ne? Dann habe ich, das ist mein absoluter Favorit in Haarpflege. Ihr seht auch beim nächsten Mal meine Favoriten. Die zeige ich euch noch und es wird auf jeden Fall dabei sein. Das ist einmal das Hairfood 3 in 1. Sieht so aus. Mit Aloe Vera. Ist drinnen auch leer. Das habe ich mit dem Rest habe ich noch mit Wasser rein. Das tropft so ein bisschen. Eine Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs 98%. Also es macht meine Haare super weich und gepflegt und es kann man als Spülung, Maske oder als Leave-In benutzen. Also ich finde es mega gut. Es gibt die in verschiedenen Varianten. Also auch ein tolles Produkt, aber relativ teuer für Haarkur und Haarmaske. Und ich bin nämlich noch so ein bisschen am Rumtesten und am Suchen, welche Haarmasken gut sind. Und da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne benutzt und was eure alltäglichen Sachen sind, die ihr benutzt und eure Favoriten, was ihr denkt, ach ja, das ist so meins, das ist meine Haare, tut das gut und so weiter. Schreibt mir das gerne rein, das würde mich interessieren. Dann ist natürlich auch noch was im Thema Klo leer gegangen. Das ist einmal die Creme Duftpflege von Hartl. Das ist ein Toilettenpapier. Finde ich gut, kaufe ich gerne nach. Dann habe ich auch noch von Rossmann, das sind die Kosmetiktücher, 90 Stück, dreilagig, mit Softlotion, weich und hautsympathisch. Finde ich gut, muss im Bad immer stehen fürs Näschen. Finde ich gut, kaufe ich immer nach. Dann habe ich nochmal von Rossmann Eigenmarke auch ein Toilettenpapier mit grünem Tee und Jasmin. Tücher sind relativ groß, das finde ich schön, aber Hakle, das ist so mein Favorit, was ich gerne. Ich teste auch gerne andere Sachen, aber Hakle, da kommt bei mir jetzt nichts dran. Dann habe ich einmal das Powergel Rohrfrei von Drano.
Das ist auch eins, wo ich immer nachkaufe, schon seit Jahren kaufe ich das nach und löst auch Haare, also das finde ich super. Dann hast du nach ein paar Minuten wirklich ein freies Rohr. Und ja, ich finde es gut, kaufe ich gerne nach. Dann sind noch ein Shampoo leer gegangen, das ist von L'Oréal Paris, das El Vital Full Resin. Das ist einmal das Schwarze und das Tropf gerade. Das ist das Power Booster Shampoo mit Biotin, Arginin und Provitamin B5. Also ich teste ja momentan diese ganzen Keratin und Biotin Haarshampoos und ja. Wie ihr schon gesehen habt, in meinen XXL Rossmann oder DM müsst ihr mal nachgucken. Ich verlinke euch die Videos unten in der Infobox. Ja, finde ich gut. Hat die Haare schön griffig gemacht. Ja, ich habe auch so das Gefühl, die Haare sind weniger ausgefallen. Auch in der Bürste habe ich das Gefühl, dass die weniger dran sind. Also, ob das jetzt ein Vorführeffekt ist oder so, kann ich nicht sagen, aber für mein Wohlbefinden finde ich das eigentlich relativ okay. Palmolive Winterträume, das ist einmal das Duschgel, das ist mit so einem, sieht schon noch ein bisschen, das ist so ein weißes Dusch, das ist so ein weißes Gel. Aber von Duft her, das muss ich mir nachkaufen, auf jeden Fall. Das ist auch ein super, super Duschgel. Und wer es noch nicht hat, testen, ihr wird es nicht bereuen. Dann habe ich auch noch mal ein Thema Haushalt. Einmal das Sidolin Kristall streifenfrei leer gemacht. Sieht so aus. Das ist 3 und 1. Am Glas rein testen. Und da habe ich ja momentan das Frosch zu Hause. Das Spiritusglas rein von Frosch. Finde ich super. Und deswegen teste ich mich jetzt auch gerne mit dem hier. Ich habe gesehen, dass es noch von Fizz was gibt. Also da muss ich mal nachgucken. Und ja, hat sauber gemacht. Aber ich finde, es gibt immer so Streifen. Das hast du bei den Froschprodukten einfach nicht, ne? Dann ist noch was leer geworden für die Hände. Das ist aber das Fahr sanft und pflegend mit Kokosduft. Und der Kokosduft, der ist echt geil. Ich finde es mega. Ja, ich finde es echt geil. Das ist ein toller Duft gewesen. Und wenn das natürlich immer leer ist, tue ich das immer gerne nachfüllen mit anderen Seifen. Aber das finde ich gut. Das habe ich jetzt mehrmals aufgefüllt. Und ja, ich denke mal, das ist jetzt reif für die Tonne. Dann habe ich noch ein Waschgel leer gemacht. Das ist von Miss Isale, das seifenfreies Waschgel. Ich habe ja momentan noch das von Balea, das bin ich am testen. Und reinigt Porentief mit Aloe Vera und Gurkenextrakt. Ist von Rossmann mit Micellentechnologie. Steht hier oben, wenn ihr das sehen könnt. Und ja, finde ich gut. Das von Balea finde ich ein bisschen besser. Dann habe ich noch, das mache ich auch alle Monat mal in die Waschmaschine. Das ist einmal das Hygienereiniger, auch von Rossmann, das Domol. Vierfach Power mit Glanzeffekt gegen Kalk, Fett, schlechte Gerüche und Ablagerung. Kaufe ich gerne nach. Ja. Dann ist nochmal eine Seife leer geworden. Das ist die von Isana, die milde Seife Lime Jungle, eine LE. Sieht so aus. Mit erfrischendem Limettenduft. Ich schnupper jetzt nochmal schnell drin. Da kommt ja noch was raus. Ja, finde ich gut. Kann man nicht dazu sagen. Handseifen generell finde ich gut. Dann habe ich hier noch einmal von, ja, ich denke mal, das ist vom Rewe, soweit ich mich nicht täusche. Einmal Küchentücher leer gemacht. Die habe ich auch immer im Haus. Dann habe ich hier nochmal einmal von Evelyn Kosmetiktücher Recycling. Sieht so aus mit so einer Pappverpackung. Und ja, finde ich gut. Brauche ich immer im Bad.
Dann habe ich noch mal leer gemacht, noch ein. Also dann habe ich jetzt zwei von denen. Also noch eins von den Hakle finde ich gut, wie ich schon gesagt habe. Da habe ich leider nicht mehr die Verpackung. Dann habe ich einmal das aufgehoben. Das ist leer gegangen. Das ist von Rossmann, das ist Toilettenpapier. Dreilagig, soweit ich mich erinnere. Finde ich okay. Für den Bobbys reicht es ja, ne? Dann auch nochmal für die Wäsche habe ich einmal das Spee Pleckgel leer gemacht. Satte Schwarz und leuchtend dunkle Farben für 20 Wäschen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das was gebracht hat für die schwarze Wäsche. Also der Duft. Wenn ihr das riechen könnt, ne? Geil. Ich finde es einfach nur mega. Ja. Dann habe ich noch leer gemacht. Das ist von Denk mit. Das ist das Hygienespüler. Wäschedesinfektion beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und spezielle Viren. Mit dem grünen Deckel. Gibt ja blau, rosa, grün. Gibt ja verschiedene. Ja, Duft ist jetzt nicht so ansprechend. Ohne Farbstoff und Duftstoff. Ideal auch für Allergiker. Für 18 Anwendungen. Ja, habe ich so das Gefühl, dass die Wäsche so ein bisschen hygienischer ist. Ne? Dann habe ich einmal von Kuschelweich. Das ist frische Traum. Bis zu 8 Wochen frische getestet. Könnt ihr, glaube ich, noch in einem Laden kaufen. Mit frische Perlen, mit Neo Fresh. Ja, duft super. Und hält für 31 Wäsche. Und hat so eine blaue, grünliche Konsistenz. Also ein bisschen was drin. Ja, finde ich gut. Dann habe ich einmal ein Pröbchen aufgebraucht. Das ist von Sebamed Baby und Kind Waschlotion Haut und Haar. Ja, Sebamed Produkte finde ich sowieso gut. Aber der Duft hat mich nicht so angesprochen, deswegen würde ich mir die auch nicht groß kaufen. Dann ist von meinem Mann auch jede Menge Deo leer gegangen. Das ist das von Axe. 48 Stunden Fresh. Ohne Aluminium. Dann habe ich einmal hier von Nivea Protect and Care 0% Aluminium. Dann habe ich noch das Black and White. 48 Stunden. Fünffach aktiv gegen Flecken, Rückstände, Geruch, Schweiß, Irritation. Dann ist ihm noch leer gegangen. Das ist alles gesammelt gewesen. Also er hat das jetzt nicht in einem Monat leer gemacht, um Gottes Willen. Das ist jetzt alles gesammelt gewesen von mehreren Monaten. Und da hat er einmal das Rexona leer gemacht. Auch 0% Aluminium. Und ich habe auch ein Deo leer gemacht. Das ist das Rexona Invisible Aqua. Das ist mein allerliebstes Deo. Und ja, macht keine Rückstände. Bei schwarzer Kleidung oder bei weißer Kleidung finde ich gut und kaufe ich mir gerne nach. Und die Tüte ist leer. Also leer ist die Tüte und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verlinke euch meine letzten Videos unten in der Infobox. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.